Bitte verzeiht meine Verspätung, Senior. Ich musste Wachen abstellen, um einen Flüchtling zu fangen. Der Dritte dieser Woche, habe ich recht? Ich halte ihn für euch bereit. Ihr regelt solche Dinge, soweit ich weiß, gern persönlich. Rücksichtsvoll wie immer. Heute steht mir der Sinn nach dem Galgen. Hast du noch einmal über meinen Vorschlag nachgedacht? Den Arbeitern Gift ins Ehl mischen? Habt ihr damit nicht schlechte Erfahrungen gemacht? Vielleicht habt ihr recht. Ich will nicht nochmal so ein Makondal-Debakel. Archäologie ist eine feine, edle Arbeit. Ich bevorzuge etwas, unter dem die Arbeit nicht leidet. Vielleicht ein weiteres. Festessen, ein Spanferkel. Sagt ihnen, dass sie sich ihr Land fast verdient hätten. Natürlich, ganz recht. Der Company Man ist sehr ungehalten. Diese Dreckschweine. Aber das ist genau das, was ich ja schon die ganze Zeit sage. Das ist alles nicht koscher hier. Hier ist die Scheiße richtig am Dampfen. Auch wenn man es auf dem ersten Blick nicht sieht, aber die Scheiße ist hier richtig am Dampfen. So. Was ist das hier eigentlich oben für ein Punkt? Das beeindruckt mich überhaupt nicht. Du, das sollte dich auch überhaupt nicht beeindrucken. Dafür ist es jetzt nicht gedacht. Wahrscheinlich nur Schnellreisepunkt, der hier nicht nochmal anwählbar ist. So, na, schauen wir mal. Unsere Mutter muss ja scheinbar in der Nähe sein, wenn es diese überhaupt noch gibt. Weil wir müssen ja jederzeit damit rechnen, dass wir unsere Mutter auch tot auffinden. Nachdem Aveline die von ihrer Mutter zurückgelassenen Hinweise entschlüsselt hat, erreicht sie den Eingang des Kinote, wo ihre Schatzsuche beginnt. Moment. Wir müssen doch da irgendwie hochkommen. So nicht. Also wenn uns dort relativ offensichtlich angezeigt wird, dass wir da hoch müssen, dann werden wir auch einen Weg finden, da hochzukommen. Punkt. Schritt für Schritt. Aber hier komme ich... Das reicht nicht, wenn wir da hoch müssen. Hier kann ich mich auch nicht festhalten. Ich könnte maximal nochmal versuchen, über die Bäume zu klettern, aber das erscheint mir auch nicht sinnvoll. Oder vielleicht doch. Die Frage ist, ist es außerdem über oder unter uns? Ich glaube, das findet man heraus, indem wir... Natürlich. Natürlich ist die Karte hier nicht verfügbar. Oder ist sie eventuell unter uns? In Form von einer Höhle? Das könnte durchaus auch sein. Das Ding muss nicht da oben liegen. Na gut, wir werden sehen. Wir laufen jetzt einfach mal dran vorbei. Wir behalten es auf jeden Fall in Erinnerung. Also das wäre jetzt so ein Hobby, dem würde ich nicht nachgehen, muss ich zugeben. Das wäre mir ein bisschen zu gefährlich, wa? Und vor allen Dingen, wo kommen wir jetzt hin? Kommen wir jetzt zu so einer Ausgrabungsstätte? Okay, schade. Ich dachte, wir kommen nochmal da auf einen Vorsprung.
um eventuell da nochmal eine Seite einzusammeln, weil ich habe so das Gefühl, die Seite wird sich dort irgendwo befinden. Aber na gut. Unsere Aufgabe... Ich probiere es trotzdem aus. Doch, ich probiere es trotzdem aus. Kommen wir hier raus? Okay, das ist auch nicht vorgesehen, dass wir hier rauskommen. Irgendwie ein bisschen doof. So. Ich bin ja wirklich mal gespannt, wie lange hier die Luft hält. Und wenn ich das hier so sehe, da fällt mir schon unser kommendes Spiel wieder ein, und zwar Assassin's Creed Black Flag. Die PlayStation 4 Version dann auch das erste Mal wieder. Und dort haben wir die Möglichkeit ja auch zu tauchen, und da sind die Tauchgänge sehr unterhaltsam. Also von Ausgrabungsstätte ist aber jetzt hier ehrlich gesagt nicht viel zu sehen. Weil normalerweise, wenn du eine Ausgrabungsstätte hast, dann hast du ja zumindest auch ein paar Hinweise, dass hier Leute sind. Du hast Seile, du hast Lampen und was weiß ich alles. Ich weiß gar nicht, ob wir hier springen sollten. Ja, das sieht sicherer aus. Ja, genau. Ich habe es nämlich fast vermutet, dass da unten... Genau. Dass da unten kein Wasser ist. Weil da wäre jetzt ein Kopfsprung, sagen wir mal, suboptimal gewesen. So, noch ein bisschen runter. Jetzt müssen wir es aber bald haben. So. Jetzt auch hier runter von der Wurzel. Hat uns doch hier irgendwo eine Kiste angeboten. Ah, da unten. Sehr gut. Was haben wir in der Kiste drin? 750, na gut, das ist zumindest für die Verhältnisse von dieser Kolonie. Dreimal so viel als das, was wir bisher gefunden haben. Aber jetzt könnten wir ruhig langsam... Oh, jetzt wird's... Jetzt wird's... Okay. Sieht so aus, als könnte es fast interessant werden. Sehr schön. Ach, diese Level-Designer. Diese Level-Designer. Das ist alles... Ach, das wäre fast was für die große Leinwand, muss ich zugeben. Und das haben die alles für die Vita gemacht. Das ist... Also... Ich kann nachvollziehen, warum dieser Aufwand halt nicht normal betrieben wird. Ubisoft, hat ja dieses das Programmieren von Exklusivtiteln das Programmieren von Exklusivtiteln für die Vita ja eingestellt, aus nachvollziehbaren Gründen, weil die Abnahmemenge ja bei weitem nicht dem entspricht, was sie hätten sein können. Ich war damals... Moment. Hä? Ich muss zugeben, dass ich damals extremst froh war. Oh, das ist aber ein weiterer Rücksetzpunkt. Das hätte jetzt... Nein, das hätte jetzt, weiß Gott, nicht sein müssen. Also ich war damals total froh, einer von denen zu sein, die dieses Spielerlebnis spielen durften. Ups. Ohne... Also mit so einem leichten Exklusivitätsgefühl. Ich weiß nicht, wie ich das anders ausdrücken soll, weil so viele sind einfach auch in meinem Umfeld ja nicht in der Lage gewesen, aufgrund einer fehlenden Vita dieses Spiel zu spielen. Das hat sich dann ja noch irgendwann mal relativiert, wobei trotzdem noch relativ wenig Leute diesen Assassin's Creed Teil dann dennoch gespielt haben, obwohl er dann auch als PlayStation 3 Version rauskam und auch nochmal in der Collection. Aber die Collection, die Collections, die da rauskamen, die kamen einfach, glaube ich, zu spät. Die kamen, glaube ich, nach dem Release von Unity. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall, ja klar, bei Unity muss das irgendwann gewesen sein. Das ist auf der einen Seite noch zu nah am Release der anderen Titel, dass es nicht mehr lohnt, nochmal zu spielen. Und auf der anderen Seite zu weit weg, weil das
eine Konsolengeneration betraf, die ja dann auch schon abgeschrieben war. Ich glaube, wir müssen hier tauchen. Ja. Das war dann doch relativ offensichtlich. Na komm. Schwimmen wie ein Delfin. Aber ich möchte nochmal betonen, langsam reicht's. Langsam reicht es wirklich. Was? Was war das denn? Sorry, hatte das jetzt Mehrwert, dass ich in diese Richtung bin? Bin mir da nämlich nicht sicher. Sehr schön. Okay. Ja, wird schon seine Richtigkeit gehabt haben. Oh. Oh, wir sind so Indiana Jones. Wir sind so Indiana Jones. Nein! Ach, wie unmöglich war es denn? Bitte schön, sich an dieser Kante festzuhalten. Komm schon. Oh nein, nein, nein. Wenn du mich jetzt zurücksetzt, höre ich auf. Wenn du mich jetzt nochmal so weit zurücksetzt, dann höre ich... Okay, das geht noch. Oder? Ja doch, okay, das geht noch. Da wären wir sonst jetzt keine Freunde geworden, das sage ich dir. Ich erwarte ja normalerweise, dass das alles so ein bisschen fluffig von der Hand geht. Und dass man hier eigentlich nicht so oft abstürzt, weil das Spiel nimmt dich ja grundsätzlich schon sehr stark an die Hand. Also, das ist einfach so. Da wäre ich jetzt einfach auch mal davon ausgegangen. Dass er sich darauf festhält. Sehr schön. Ich meine, es ist schon ein schönes Kletterlevel, aber trotzdem... Warte mal. Müssen wir hier hin? Sehr gut. Oder sagen, warum klettert die da nicht rüber? Oh! Okay, jetzt sind wir schon so tief in der Höhle, dass wir hier auf Zeichen der Vorläufergeneration treffen. Ah! Platsch! Kletterst du hier raus? Nee, natürlich nicht. Ah, du willst bestimmt wieder tauchen, stimmt's? Natürlich. So, wir haben ja Luft ohne Ende. Da können wir auch ein bisschen Schabernack machen. So, hier willst du wieder klettern. Alter Falter. Aha. Ja, das sieht auch nach einem Kinderrätsel aus. Da bin ich gespannt. Das kennen wir alle noch früher, das von früher. Wo du so Scheiben hattest, auf denen sich Kugeln durch ein Labyrinth bewegen mussten. Und das mache ich jetzt mit was? Also das mache ich nur mit dem Stick. Ich glaube, in der PS Vita-Version war das so, dass man das mit einem mit der Six-Axis-Funktion machen musste. Und ich muss sagen, diese Kugel bewegt sich elendig langsam. Alter. Naja, wenn du halt auf Nummer sicher gehen willst, ne, dass das jeder schafft. Komm schon. Ja, ja, erst beschwert er sich, dass es zu langsam geht und jetzt das. So. Ich weiß nicht, vielleicht wäre das mit der Six-Axis-Funktion tatsächlich auch noch ein bisschen geiler gewesen. Komm schon.
Ah, Mann. Also ist auch eher eine Fleißaufgabe. So, in 2 Minuten das Rätsel gelöst. Welche Überraschung, dass wir das geschafft haben. Was ist denn das? Das sieht so aus. Hier zumindest ein Bruchstück von irgendwas. Aber was genau das ist, weiß ich nicht. Halt! Wie wunderbar nützlich du doch bist. Du erledigst die, die mir den Rang streitig machen wollen. Du findest Stücke der Prophezeiung und ersparst mir die Mühe. Und wärst du nicht mein Feind, würde ich dich einen Freund nennen. Unsere Ziele können so verschieden nicht sein bei all deiner gewährten Hilfe. Was ist los? Okay, alles klar. Ah, Mann! Soll ich eigentlich abhauen? Nee, ich soll nicht abhauen. Super, aber desynchronisiert. Warte mal, wie kriege ich das denn hin? Ich habe überhaupt keine Waffen. Ich habe nur die versteckten Klingen, die ich mir selber gemacht habe. Ich hätte ehrlich gesagt gerne die Waffen aufgehoben, die hier liegen. Aber irgendwie scheint das nicht möglich zu sein. Na komm, mach. Ist ja gut jetzt. La 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 la. Wo ist denn meine Lebensanzeige? Was hast du vor, auf den Kopf zu werfen? Füllt die sich auch nochmal? Hey, die füllt sich. Sehr gut. Halt still und lass mich nicht verprügeln. Das könnte man im Prinzip so ein bisschen Benny Hill Musik einblenden. Als ob du kämpfen könntest. Boah. Die Frage ist, wie kriegen wir das gewuppt? Bleib mir auf den Fersen! Okay. Was hast du vor? Warte mal. Den könnte ich doch so töten. Das kann ich verdienen. So. Ekelhafte Fleißaufgabe. Halt still und empfange deine Strafe. Ja, ich denke nicht. Als ob du kämpfen könntest. Oh, ich kann vielleicht nicht kämpfen, aber ich kann sprinten. Ich habe ja noch die Peitsche gehabt. Aber ich bin ja auch selten dämlich.
Okay, na dann erstmal nichts wie raus hier. Alter Schwede. Ich bin auch blöd. Warum vergesse ich die Peitsche? Ach Mann, ich hätte sie wahrscheinlich auch noch easy damit entwaffnen können, wa? Schreibt es bloß nicht in die Kommentare. Nein. Okay. Nein, ach, natürlich. 50%ige Chance, dass ich auf der richtigen Seite bin. Das hat natürlich nicht funktioniert. Aber warum sollte es auch anders sein? Hä? Wo muss ich denn jetzt... Hallo? Hä? Ach, na klar. Ich hab doch R1 gedrückt. Oh, du. Was? Was? Hallo? Wo befinde ich mich denn hier? Ich habe offensichtlich den Sturz überlebt. Naja. Und bin jetzt irgendwo unterhalb der Map gefahren. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir das Leid an dieser Stelle einfach und dann würde ich sagen, mache ich einfach beim nächsten Mal weiter. Und ja, bei der welche Erinnerung an der Stelle nämlich nochmal neu laden müssen. Und ja, ich mache es kurz und schmerzlos, ich verweise nochmal auf die Videobeschreibung, dort findet ihr die passenden Amazon-Links zu diesem Spiel. Und wir machen einfach morgen an der Stelle weiter. Ich mache es kurz, ich sage tschüss mit Ö.